Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mal wieder Eurotruck Simulator. So, ist ja mittlerweile schon ein bisschen her. Ich glaube, es gibt, genau, seitdem noch eine neue Version. Wir können die Mod-Spielaufzug, genau, bla bla bla, 1,48. Was kam denn hinzu? Oh, gar nichts? Achso, wir müssen manuell heruntergeladen werden. Nee, dann nicht. Dann brauchen wir das nicht. So, genau. Wir machen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, letzte Folge. Ich glaube, wir hatten keinen offenen Auftrag. Wäre seltsam. Normalerweise versuche ich immer so abzuschließen, dass ich keinen Auftrag habe. Ja, dieses obligatorische Aktualisieren. Ja, ist mittlerweile, wie gesagt, ein bisschen her. Ich bin also komplett raus. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir zuletzt diesen schwarzen LKW gekauft hatten mit Auflieger und dass wir da jetzt ein paar Missionen machen wollten. Boah, ist echt schon lange her. Nice. Oh, wie lange braucht denn hier? Das ist ja schlimm. Aha, Game Change Detective. Warum ist das eigentlich in Englisch? Um Schäden mit der Kompatibilität deiner Spielstände sicherzustellen, werden alle unfertigen Lieferungen gecancelt, ohne dass du Strafe bekommst. Und es ist ein neuer, sicherer Hafen für den LKW nötig. Bitte wähl aus, wo du landen möchtest. Wir wollen landen, ich würde mal sagen. Wo waren wir denn noch her? Bisher noch am wenigsten. Guck mal, hier ist noch alles grau. Ich würde mal sagen, dann gehen wir nach da und von dann können wir dann hier vielleicht runterfahren oder so. Alles andere ist ja. Na gut, hier, aber hier ist noch so ein Hafen, wo man landen kann. Aber ganz ehrlich, hier hinten ist doch auch ganz cool. Let's go. So. Es wurden neue Steam-Inventor-Objekte erkannt. Aha. Lackierung, Tensorweed, Fuck Trailer. Aha. Inhaltsbrowser. Gibt's neue Lackierungen? Interessant. Oh. Aber was war denn, Nein. Wie hieß denn das? Es gab doch dieses eine. Diese eine Lackierung. Die habe ich auf meinem Steam-Konto tatsächlich freigespielt. Jetzt weiß ich nicht, ob das auf dieser rechtmäßig erworbenen Version auch vorhanden ist. Wie es aussieht, aber nicht. Sad Life. Ich weiß leider auch gar nicht, wie die heißt. Ich hoffe also, dass ich die finde, ohne dass ich hier drüber scrolle. Die sieht nämlich relativ schick. Ah doch, sie ist da! Das hier! Die Lackierung, die hat man tatsächlich bekommen. Also die habe ich in der Steam-Version bekommen, weil ich weiß gar nicht mehr, welchen Zusammenhang. Aber da gibt es halt aus Steam immer diese Challenges. Da musst du bestimmte Städte abfahren und dieses Ananas. Und wenn du halt diese Challenges meisterst, die sind nicht wirklich schwer, dann bekommst du halt bestimmte Sachen. Und bei dem einen war halt dieses Ding mit dabei. Und ja, das habe ich bei meiner Steam-Version. Nutze ich tatsächlich diese Lackierung. Was den Hintergrund hat, dass ich bei meiner Steam-Version ungemoddet spiele. Sprich, also ich kann meine Hatsune Miku Skin dort nicht nutzen. Und ich könnte auch die jetzt nutzen hier, aber nutze ich da halt nicht. Sondern halt dieses Lines of Reflection. Oder wie das Ding nochmal hieß. Gut, wir fahren los. Haben wir unseren Auflieger jetzt noch dabei? Glaube nicht, ne? Der wurde auch zurückgeschickt. Ach nee, Kalf, halt. Wir sind jetzt an der Werkstatt mit Auflieger, glaube. Ämt. Ich finde es auch so blöd, dass man bei dieser Auswahl nur Werkstätten auswählen kann. Voll dumm so. Genau, wir sind an der Werkstatt, aber mit Auflieger. Ja, so ist in Ordnung. So kann man es machen. So.
Ist doch schon mal ganz geil. Dann wollen wir mal gucken, wie ist eigentlich jetzt hier bankmäßig? Haben wir relativ hier noch? Okay, wir können auch noch nicht zurückzahlen, weil wir haben noch nicht 100.000. Ansonsten, wir haben 3 Garagen. Was ist denn der Garagenmanager? Garagenmanager da. Genau, die sind alle schon weitestgehend voll. Wir könnten aber noch einen LKW holen tatsächlich. Wobei, das ist ja unsere Garage. Das heißt, könnten wir höchstens einen LKW für uns holen. So. Aber für 95.000 kriegst du noch keinen LKW. So, keine Chance. Das heißt, als nächstes müssten wir dann erstmal eine weitere Garage holen für, für neue Mitarbeiter. Da müssen wir aber ordentlich sparen, weil wir brauchen ja erstmal 180.000 für eine Garage plus mindestens bisschen mehr als 100.000 für einen LKW. Da müssen wir also erstmal wieder auf 300.000 kommen. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir einfach mal direkt einen Auftrag. Wir machen natürlich Frachtmarkt. Wir wollen unseren neuen Auflieger einfahren. Wie sieht es eigentlich aus jetzt durch die Reise? Sind wir jetzt irgendwie müde oder so? Nö, nicht müde, auch voll getankt. Sehr geil. Dann können wir direkt auch direkt loslegen. Das ist natürlich sehr praktisch. Wie eine medizinische Ausrüstung, einmal quer über den Kontinent. Ja, aber hier unten waren wir schon so häufig. Achso, Norwegen. Ich dachte gerade schon hier Großbritannien. Aber, nee. Das könnten wir natürlich machen. Ich würde halt gerne mal hier ein bisschen lang fahren. Weiß ich jetzt nicht, ob es eine Route gibt, die da irgendwie... Nee, das geht nach Great Britain. Ne? Ja, ist die hier, GB. Nach Russland. Das ist doch zum Beispiel mal eine schöne Strecke. Da fahren wir hier ein bisschen durch. Ach komm, weißt du. Ich glaube, wir nehmen das hier. Ich meine, Frankreich wäre lukrativer. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Fahren wir zwar wieder gute Stücke lang durch Deutschland. Der langweiligste Map-Abschnitt ever. Aber wobei wieder ein paar Städte überarbeitet wurden. Müssen wir eigentlich auch mal so abklappern, ne? So die ganzen Städte in Deutschland, die überarbeitet wurden mittlerweile, sind ja ein paar. Müssen wir eigentlich mal abarbeiten. So, wenn wir sagen, nehmen wir das Ding, da bekommen wir, bekommen wir gut 200.000. In der Zeit verdienen unsere Arbeitskollegen auch wieder eine Menge. Also, wenn wir mit der Route fertig sind, können wir auf jeden Fall neue Garage plus 5 LKWs kaufen. Sind 350 Kilometer, was glaube ich, 3.500 Kilometer. Ist das natürlich schon dazu eine Stücke. Naja, let's go. So, zum Aufrüsten. Achso, ja klar. Wisst ihr, können wir hier was machen? Aufrüsten. Wartung müsste... Sieht gut. Oh, ja. Ach komm, hier, let's go. Haben wir noch 85.000, aber gut, was soll's. Hier sind wir eigentlich schon auf einem guten Gang, ne? Genau, hier haben wir schon. Siehst du, ich wollte ja mal gucken. Ich glaube, das habe ich bereits geguckt. Der LKW, der schafft ja aktuell. Ich speichere mal kurz. Zeit zu gehen. Weil es gibt ein Getriebe, mit dem kann man nur so um die 150 noch was fahren. Und dann gibt es ein Getriebe, mit dem kann man 163 fahren. Aber jetzt weiß ich immer nicht, wer ist da was. Aber ich glaube, wir hatten hier letztens erst geguckt, ne? Wir haben jetzt das richtige Getriebe drin. Fahren wir hier ein bisschen in die andere Richtung, damit wir eine schön lange Anlaufstrecke haben. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, die Richtung ist gut auch viel schöner. Ich finde eine neue Route. Okay.
Aber übrigens, was es jetzt ganz neu bei der Version gibt, ist ein Track Control. Aua. Nicht Track Control, sondern also, dass du halt, also quasi ABS, ne? Dass du halt beim Bremsen nicht mehr wegschiebt das. Und auch ein Traction Control, dass du beim Antreiben nicht übersteuerst quasi. Also schon ganz brauchbare Sachen. Oh, warum fahren wir jetzt eigentlich die ganze Zeit hier komplett in falsche Richtung? Ich wollte doch nur ein bisschen Anlaufstrecke haben. Ich glaube, die haben wir es mittlerweile. Ja, und man hört es auch. Man hat jetzt richtig Geräusche, wenn man rutscht. Also wenn die Reifen wegrutschen. Teilweise vielleicht ein bisschen zu aggressiv. So, weil, da hat man gerade schon gehört. Selbst wenn man schon ein bisschen wegrutscht, hat man gleich volle Lautstärke bei dem Geräusch. Vielleicht, ne, wird wahrscheinlich noch ein bisschen überarbeitet, schätze ich mal, in den nächsten Versionen. Weil, ja, wie gesagt, das Geräusch ist halt immer gleich laut, egal wie stark du wegrutschst. Jetzt fahren wir hier direkt auf der Autobahn. Bitte von der bessere Fahrt haben. Okay, lass uns einmal. So, bin ich mal gespannt, wie hoch wir beschleunigen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hui. Biege nach rechts ab. Das Beschleunigen dauert aber auch so ewig, ey. Ich finde eine neue Route. Na, aber wir haben jetzt schon 160. Ja doch, das ist das gute Getriebe. Ja. Und bumm, 163. Das ist also auf jeden Fall das gute Getriebe. Also das richtige Getriebe. Den wir schön schnell fahren. Jetzt Auflieger! Ey, fahrt doch mal alle hier nicht wie Sau, Alter. Ist ja schlimm hier, da ist mein Auflieger. Ich muss mal kurz rum. Gut, okay. Ja. Okay. Ich verstehe. Gut. Weil mir war so, als wenn wir genau an der gleichen Stelle sogar das letztens gemacht hätten mit dem Getriebe. Jetzt, wo ich da rausgefahren bin aus der Werkstatt, kam es wieder richtig bildlich vor Auge hier, dass wir dann direkt in die Richtung gefahren und sind dann die Ausfahrt da hochgekrackelt. Lass uns loslegen. Gut, das heißt, let's go, ab den Auftrag auftragen. So, dann müssen wir auch in die Richtung tatsächlich. Mach mal auf hier. So. Und ja, ich werde jetzt versuchen, realistisch zu fahren. Also mich an Begebenheiten anzupassen, die uns über den Weg laufen könnten. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch wenn es eine ganz schön lange Strecke wird. Vor allen Dingen, wenn wir uns an alle Regeln halten. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Gut, das war auch 50. Sehr gut. Oh, übrigens, ich ist ja gerade hier Europa, so, da kann ich ja mal drüber erzählen. Ich war vor einer Woche mittlerweile auf einer Hochzeit und da bin ich mit einem Flexbus gefahren und oh mein Gott, fahren die behindert? Ich dachte, ich habe schon ein scheiß Fahrverhalten, aber der Bus, der ist all over the place gefahren. Der hatte keinerlei Fähigkeiten, irgendwie mal irgendeine Spur zu halten. So, der ist so gefahren, die schräge Linie ging, ne, also man sitzt, also ich saß beim Flexbus direkt hinter dem Fahrer. Und ich habe gesehen, wie diese Linie, diese Trennlinie zwischen den Fahrbahnen auf mich drauf zukam. Das heißt, der war komplett auf der linken, also ist komplett auf der, ja, auf der Linie halt gefahren, statt zwischen den Linien, wie man es als normaler Kraftfahrzeugführer macht.
Und in jeder Rechtskurve hat er die Fahrbahn nach links verlassen. In jeder Linkskurve hat er die Fahrbahn nach rechts verlassen. Der hat auch einfach mal Fahrzeuge abgedrängt. Erst, war da gerade ein 90-Schild? Der hat einfach mal, also ne, er hat während der Fahrt auch was getrunken, so kann man ja machen. Aber der hat beim Zurückstellen seiner Flasche überhaupt nicht mehr auf die Fahrbahn geachtet. So like gar nicht. Und ist dann erstmal schön nach rechts weggedriftet, während er 100 gefahren ist. Und hat erstmal schön den LKW abgedrängt. Machen wir das? Nee, das machen wir nicht. Hat erstmal schön den LKW abgedrängt. Danke dafür. Und dann war er auch einfach mal der Meinung, den Bus zu überholen und auf die Fahrbahn vom Bus zu gehen, ohne darauf zu achten, dass hinter ihm überhaupt frei ist. Dafür können wir mal durchnehmen, ne? Ist ja Auto. Ich sollte vielleicht nicht reden und fahren gleichzeitig. Schlechte Idee. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, ist er dann auf die Fahrbahn gezogen, wo der Bus war. Aber der Bus war noch gar nicht hinter ihm, sondern war immer noch neben ihm. Hat also den Bus abgedrängt. Und nur so eine Scherze. Also wirklich wie eine besenkte Sau. Ich war wirklich froh, als ich dann irgendwann angekommen bin. An the Destination. Ja? Und dann aussteigen konnte. So, das war's. Wie gesagt, ich dachte, ich war hier schlecht. So, das war halt. Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Das war halt wirklich nicht geil. Ich meine, so im Spiel kannst du sowas machen, kein Problem. Wenn ich hier wieder besenkte Sau fahre, easy, let's go. Ja? Im schlimmsten Fall kann ich neu laden. Aber ich meine, in die Realität, da sollte man vielleicht doch schon ein bisschen ordentlicher fahren. Hab ich so das Gefühl. Warum ist mein Mikrofon eigentlich so scheiße hier? Ja, weiß ich nicht. Auch schon wieder 70. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Das war schon echt eine Erfahrung. Aber wie gesagt, Spur halten war überhaupt nicht drin. So, der ist die ganze Zeit doll. Selbst auf gerader Strecke. Der hat immer rumgeeiert. Du hast so wirklich teilweise richtig gemerkt. Und drauf geht gar nur 80, ne? Ja. Du hast das wirklich teilweise richtig gemerkt, wie er. Also, zum einen ist er immer zu schnell gefahren. Auf 100er Strecken ist er 101 gefahren. Also nicht nur, dass er etwas zu schnell gefahren ist, sondern ich saß ja direkt hinter ihm. Ich habe also auch sein Dashboard gesehen. Und er hat den Tempomat auf 101 gestellt. Extra, um ein Kammer zu schnell zu fahren. Das war 100. Bei Strecken, wo er 60 fahren dürfte, ist er immer 66 km/h gefahren. Auch wieder mittels Tempomat, also gewollt zu schnell gefahren. Keine Ahnung. Und wie gesagt, die ganze Zeit auf gerader Strecke ist er immer so Eierlinie gefahren auf seiner Spur. Und du hast doch immer so teilweise gemerkt, wenn er mal etwas geradeaus gefahren ist, wie er immer weiter nach rechts gezogen ist oder immer scharf nach links gezogen ist. Und dann wieder nach rechts, scharf nach links, wieder nach rechts. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht, ob der wirklich bei dem Beruf bleiben sollte. So, Frachtmarkt. Okay, wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Da blinkt es schon gelb. Das Fahrrad, hui. Aber ohne Speichern, oder? Nein, doch, als Speichern. Welche Taste? Ich wollte anfangen, nicht bremsen. So. Wait.
Achso. Nevermind. Achso. Wenn die Zeit so schnell vergeht, müsste deine Blickanlage nicht auch super schnell sein, so. Los. Fahr doch mal an, was ist los mit dir? So, das ist sogar 3700 Kilometer. The hell? Wo kommen 200 Kilometer her? Biege nach links ab. Wo kommt der jetzt hier rausgeschossen, Alter? Holy shit. Oh, halt, der ist rein müssen. Hä? Oh, mir geht's gar nicht weiter. Hä? Hallo? Muss ich da mal. Das Schöne ist, wenn die Sonne so steht wie hier, kann man sich an den Schatten orientieren, ob dahinter ein Auto kommt. Da da kein Schatten ist, ist auch kein Auto. Also kann ich schon rückwärts fahren. Diese Aufnahme sind drei Radfahrer gestorben. Mal Doppelding anmachen. Wieso fährt denn jetzt nicht? Achso, jetzt fährt er endlich los. Er hätte so viel Platz, Alter. Er hätte ja schon längst fahren können. Scheint ja wohl so eine Art Kreisverkehr zu sein, oder? Ja doch, ja, ist ein Kreisverkehr, genau. Hier bin ich so rum rangekommen, das heißt, hier könnte man so rum rauffahren, aber hier geht es halt nicht runter, weil, keine Ahnung warum. Achso, ja klar, weil es keinen Sinn macht, weil das Einzige, wo ich hier runter könnte, wäre ja, um dann auf der Autobahn in diese Richtung zu fahren, aber hier gibt es keine Richtung. Da ist die Autobahn ja zu Ende. Von daher macht es doch keinen Sinn, hier raufzufahren. Das heißt, um auf die Autobahn in die Richtung zu fahren, muss ich von der anderen Seite kommen, also muss ich hier einmal rüber. Also quasi doch eine Art Kreisverkehr. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, voll die Blumenkästen hier. Guckt euch das mal an, wie cool sieht das denn bitte schon aus? Wow. Das gefällt mir. Rechts ab. Biege nach rechts ab. Was heißt durr? Durr. Wow. Da ist ein Stoppschild, aber man sieht die Fahrbahn gar nicht. Hä? Ba. Du Arsch. So. Bitte links halten. Ja, würde ich ja gerne. Geht doch. Na dann, freie Bahn mit Marzipan. So, noch mehr links halten. Verstehe. Oh, ich fahr viel zu schnell. Oh mein Gott. Bitte links halten. Digga. Wie viel Last haben wir denn? Der LKW zieht ja an wie gar nichts. Das ist ja... Entweder ist der LKW zu stark oder die Ladung zu leicht. Ach ja, stimmt, wir haben ja diese medizinischen Geräte. Die kosten ja nur 5 Tonnen. Ja. Die wiegen ja bloß 5 Tonnen.
Ja gut, das ist natürlich klar, dass der LKW so schnell beschleunigt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Alter, ich will diese Stockerpartie, Alter. Drei Bilder pro Sekunde gefühlt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Alter, ich muss ja hier über zwei Spuren. Nimm die Ausfahrt rechts. Holy shit. Wer designt denn sowas bitte? Ah, vorne schon eine Mautstelle. Schon wieder. Na gut, dann erbarmen wir uns mal diesmal. Der will jetzt auch noch rauf. Ah, leck mich doch. Warum habe ich ihm zugestimmt? War eine schlechte Idee. Aber hey. Die Auflieger sind halt so detailliert, Alter. Guckt euch das an. Man kann halt wirklich alles sehen. Er fährt einfach durch. Was ist mit dem los? Am Mannerkolben. Kann ich das auch? Tatsächlich? Wow. Gut, wir machen aber hier tatsächlich mal eine Rastung und zu rosten. Ungefähr so. Und dann machen wir an der Stelle einfach mal Vollpause, weil ja, halbe Stunde ist bereits fast rum. So, von daher, bis dann.